Ja, hallo Julian, ich freue mich erstmal, dass du zu uns gekommen bist, um ein bisschen über dein Hobby zu erzählen. Danke. Wie bist du denn zu deinem Hobby gekommen? Ich meine, dass jetzt ein junger Mann Vögel züchtet, ist heutzutage nicht mehr so oft. Das ist eigentlich ein aussterbendes Hobby. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Ja, bin zu diesem Hobby gekommen durch meine Eltern, die züchten, und mein Opa hat schon gezüchtet, und so bin ich halt zu der Generation gekommen, dass ich halt weiter züchte. Was hast du an Vögeln zu Hause? Ich habe Wellensittiche, Ziegensittiche und demnächst Halbtonsittiche. Okay. Die kommen jetzt von anderen Züchtern oder sind das dann auch Tiere vom Stock deines Vaters? Das sind alles Tiere von meinem Vater. Agaponiten kommen auch dazu, hattest du vorhin erzählt. Da wird jetzt noch was aufgebaut zu Hause. Genau. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sieht denn deine Zuchtanlage aus? Also ich züchte in einem Vogelzimmer. Meine Vögel dürfen halt alle am Tag einmal fliegen. Ich züchte in großen Volieren. Achte halt auf bestimmte Arten, dass sie nicht überzüchtet werden, halt immer frisches Blut dabei ist. Ja, das tägliche Programm Käfig sauber machen ist A und O. Und ja, die Vögel brauchen genügend Platz. Wie viele Tiere pflegst du ungefähr zurzeit? Zurzeit habe ich ungefähr zwischen ja, 40 und 50 Stück. Das ist eine ganze Menge. Wie viele Volieren sind das jetzt? Ich habe jetzt insgesamt 9 Stück. Wie viele Eier legen die jetzt im Schnitt? Ich meine, Wellensittich liegt ja, glaube ich, immer hintereinander weg, eine Ja. Zeit lang. Die haben so eine Brutperiode. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Genau, also meine Wellensittiche dürfen zweimal im Jahr brüten. Das heißt, also einmal Ende des Jahres und einmal im Sommer brüten. Natürlich können sie öfter brüten, aber wir wollen ja die Gesundheit des Tieres nicht kaputt machen. Und daher achte ich halt auch immer, dass ich auch mal junge Vögel als neues Zuchtpaar zusammensetze. Sind das Naturbuten alles oder machst du auch irgendwo, dass du die mit der Hand aufziehst? Nein, Handaufzucht mache ich überhaupt nicht, weil das sind immer noch Tiere und Tiere sollen halt Tiere bleiben. Hast du schon mal den ursprünglichen Lebensraum besucht, in Australien direkt selber? Noch nicht, aber das ist geplant für nächstes Jahr, dass ich mir das da einfach mal direkt angucke, weil das ist ja doch schon ein Unterschied zwischen den Wellensittichen und den Naturen. Ist die Population da eigentlich bedroht Ja, oder? die ist bedroht. Okay. Erzähl mal darüber ein bisschen, wenn du da was weißt, dann. Ja, das ist ja eigentlich wie soll man sagen, das ist ein bedrohter Vogel. Also ich kann da so viel noch nicht zu sagen, aber dass ich weiß, dass sie halt einfach bedroht sind und die vermehren sich in der Natur auch nicht so Umwelt. doll. Durch Umwelteinflüsse wahrscheinlich Ja. da vor Ort, ne? Ja. Nee, sehr schön. Da freue ich mich riesig, dass du erstmal die Zeit hattest, dich hier mit uns nochmal Ja, sehr gerne. auseinanderzusetzen. Wir freuen uns auch, dich als Züchter bei uns in unserem Kreise zu haben. Das sind immer Das sehr freut schöne mich auch. Vögel. Und recht herzlichen Dank nochmal. Ja, vielen Dank.